Ja, hallihallo, liebe Kannibalen und andere Mitbewohner des Waldes. Wir haben uns heute hier zusammengetroffen bei der Axt im Walde aus einem speziellen Grund, das vielleicht einem gar nicht wirklich so aufgefallen sein wird. Wir befinden uns hier in der Version 0.25 von The Forest und das bedeutet, The Forest ist jetzt eigentlich eine Viertelversion alt. Ja? Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Anderthalb Jahre ist das jetzt knapp her. Und jetzt haben wir eine Viertelversion. Ja, eigentlich ein Grund zu feiern. Bevor wir hier weiterlaufen, will ich euch die Neuerungen zeigen, von denen ihr an, für sich ja auch schon gerade ein bisschen zu sehen bekommt. Erwähne ich noch, wir haben hier einen neuen Regenshader. Ja, optisch aufgefallen ist mir das noch nicht. Es hat hier ein paar Mal geregnet mittlerweile, wo ich hier am Vorbereiten und auch selbst mal durchgucken war. Was gibt's hier Neues? Aber wirklich aufgefallen ist mir jetzt hier optisch nichts. Ne? Aber gut, man kann jetzt hier 25 Sekunden länger die Luft anhalten beim Tauchen ohne Tauchgerät. Und das nach oben schwimmen ist auch ein bisschen schneller. Ja, ich sag mal gut, da bin ich auch selbst ganz froh drüber. Oft war das eine Qual, hier nach oben zu schwimmen. Was neu ist, sind hier auch die Wolken. Ja, Wolken sind hier neu gemacht. Ich sag mal, das sieht jetzt gerade nicht so, das passt jetzt nicht so ganz. Ne? Ja, sieht nicht so gut aus. Aber ich habe hier schon ein paar Szenen gehabt. Sag ich mal Hut ab. Ja, sieht wirklich gut aus. Neue Wolken. Was auch neu ist, ist hier das blaue Zelt. Ja, das sieht jetzt ein bisschen schicker aus. Ja, sieht jetzt ein bisschen schicker aus. Hat eine komische neue, neues Modell, neue Textur. Ich weiß es nicht. Ja, es wird auch beim gerade ums Zelt laufen. Ja. Ein bisschen aufgefallen sein. Das rockelt hier manchmal so dahin, ich weiß nicht. Die Entwickler meinen zwar, gut, es gab hier Leistungsanpassungen, aber eigentlich, ja, weiß nicht. Wirklich, hier an der Leistung zieht das nicht, ne? Aber es rockelt hier, es ist einfach unsauber, unrund. Ja, und dann hängt das ab und an mal wieder, aber gut, es ist ja noch viel zu tun. Neu hinzugekommen. Es gibt jetzt nicht nur zu den Fähigkeiten jeglicher Waffen eine Anzeige, die ich euch ja auch letztens vorgestellt habe für Geschwindigkeit und Schaden. Nein, hier ist auch, ich sag mal, die Blockkraft. Ja, Blockkraft. Wie stark kann Angriff abgewehrt werden und Angriffe welcher Stärke werden wie gut abgewehrt? Ja. Man mag vielleicht eine Kleinigkeit sein, ich finde, das ist eine gute Änderung, ja. Ich sag mal, The Forest ist ja nicht so Attribut belastet. Gott sei Dank nicht. Ich sag mal, wir sind hier ja auch kein Rollenspiel. Sind so ein Survival-Neuzeit. Also Altzeit, irgendwas. Ja, weiß doch der Geier. Survival, Überleben. Ja. Und da darf ein bisschen Attribut auf jeden Fall drin sein. Das meine ich, ja. So. Wir laufen hier ein Stückchen weiter. Auf das gute große Feld und ich pack hier aus eine Dynamitstange. Ja, das funktioniert mit Bomben absolut gleich. Ich nehme die jetzt raus und die haben hier eine wahnsinnig gute Neuerung. Hier seht ihr das, hier ist so ein Zeichen am Boden, ne? Das zeigt mir genau an, wo fliegt das Ding nachher hin. Ja, ja. Die Teile rutschen hinweg, ich weiß, jetzt nicht mehr. Die Entwickler haben das wunderbar angepasst. Hier einmal. Und das ein bisschen nach unten. Ja, aber nicht viel. Ihr habt das gesehen, ich nehme jetzt auch mal hier so eine Bombe. Da gibt es das Zeichen dazu auch. Und die werfe ich jetzt einfach mal hier. Ich will, dass die hier drüben landet. Ja, die springt ein bisschen dagegen. Aber rutschen tut die nicht, ne? So, noch eine Dynamitstange. Ich will, dass die hier hinkommt. Ja. Also mal früher war das ja echt heftig. Ja. Da ist das hier den ganzen Hang hinunter. Ja, gut. So, jetzt wieder auch mal die Axt in die Hand. Ich zeige euch die Möglichkeit, diese Art Fadenkreuz ein- und auszuschalten. Ein bisschen später nochmal. In den Optionen. Ja, da kommen wir drauf zurück. Jetzt aber nehmen wir erstmal hier den Bogen in die Hand.
Und da gibt es auch eine kleine Änderung. Ganz zurückziehen des Pfeils, ja, es ratzfatz 2 Sekunden statt 5 Sekunden. Das dauert jetzt nicht mehr Ewigkeiten. Der Entwickler meint, das Auseinanderhalten der verschiedenen Pfeile ist jetzt einfacher im Inventar gestaltet. Der Feuerpfeil soll nicht mehr zu übersehen sein. Ich sag mal gut, das ist teilweise richtig, denn der Feuerpfeil soll ja rot gekennzeichnet sein. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Ja. Ich kann das kaum erkennen. Ja, kaum. Ich sag nicht. Ich sag kaum. Also auf jeden Fall ist schwierig zu erkennen. Ja. Oder auseinanderzuhalten. Welcher Pfeil jetzt, welcher Pfeil ist. Aber gut, das ist eine andere Sache, denn eine gute, wunderbare, tolle Änderung, finde ich, ist ja, statt bisher 12 Pfeile darf man 30 Pfeile tragen. Ja. So, ja, wo springen wir hier heute runter? Ich denke mal hier drüben. Und wir kommen auch nachher wieder hoch. Ja, so, ja, da denke ich, ist gut. Runter mit dir. Was gibt es hier denn Neues? Wenn es denn möglich ist, sag ich mal. Gucken wir einfach mal, wo hier die Fische sind. Wo sind denn hier die Fische? Ja, ich sag mal, bei meinem Glück hier werden wir keinen Fisch finden. Hier wollen wir. Hier rüber auf die andere Seite. Zum guten Fischplätzchen. Ne? Heute wohl nicht. Heute gibt es keine Fische mehr. Ne? Aber gut, das, ja, dann komme ich auf die Änderungen, ich sag mal, ungesehen zu sprechen. Man kann jetzt hier Fische auch mit den Waffen töten. Das heißt, ich kann den Fisch mit der Axt aus dem Wasser holen. Ist natürlich hier ein bisschen, ja, eine Haarspalterei im wahrsten Sinne des Wortes, bis man den Fisch hier getroffen hat, nachdem man immer wieder sich hin und vor und zurecht bewegt. Hat man hier mit der Axt 10.000 mal rein und raus getaucht und die wieder abgelegt und aus dem Inventar geholt und ich sag mal, das ist eine Neverending Story. Geht klar, ja, das geht klar, aber das dauert ein bisschen. Ich habe das probiert, lang rumgefummelt und dann ging das. Ja. Aber, und da bin ich mir nicht sicher, was bei den Entwicklern eigentlich los ist, ja. Nicht nur mit den Äxten, mit den Standardwaffen ist das möglich, Fische umzubringen, auch mit Dynamit. Ja. Ich meine, Dynamitfischer, hallo? Ja, wie auch immer. Es gibt dazu, ja, gibt es neue Fische. Viele wissen das gar nicht, dass hier der Nemo-Fisch eigentlich auch eine Artenbezeichnung hat. Und das ist ja auch der Clownfisch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es exakt diese Art von Fisch ist. Ja, sieht mir aber aus wie so ein großer Clownfisch. Ja. So, jetzt hier erstmal ja, schicken Sonnenuntergang. Und da gibt es hier auch eine lustige Sache in den Patch Notes. Ja, ich gehe mal kurz wortwörtlich drauf ein. Ihr müsst euch davor, ja, mal durch den Kopf gehen lassen hier. Die folgenden 2 Zeilen, die ich euch jetzt vorlese, sind hintereinander in den Patch Notes drin. Hintereinander. Die eine Zeile folgend auf die andere Zeile. Zeile 1. Hunger wird wie Durst. Während des Schlafens nicht mehr abgezogen. Zeile 2. Hunger und Durst werden während des Schlafens maximal bis zu einem Grenzwert abgezogen.
Richtig, Zeile 1 besagt an und für sich, ja, man legt sich hier ins Bett auf Nacht, hier auf gut Nacht, und man muss sich keine Sorgen drum machen, dass hier irgendwelche Werte flöten gehen, ja, dass man hier aufwacht und halb am Dahinsiechen ist. Zeile 1 besagt, ja, du, die Werte können runtergehen, aber nur bis zu einem gewissen Grenzwert. Wirklich, ich habe hier auch nach Übersetzungsfehlern meinerseits gesucht. Und dazu auch zwecks der Übersetzung hier mit dem ja, amerikanischen, also Englisch nativsprechenden Kollegen von mir gequatscht hier früh morgens. Der war ja noch auf, das Zeitverzögerung, pipapo, ja. Und der meinte so, du, eigentlich ist das nicht auslegungsfähig. Du hast da absolut damit recht, das widerspricht sich. Ja, also ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich finde das auf jeden Fall ein bisschen komisch. Und da wir uns jetzt genug damit aufgehalten haben, direkt zur nächsten Neuerung. Ich stehe hier nicht umsonst bei meiner Unterkunft aus ein paar Stecken und Blätterchen. Denn das Speichern ist jederzeit möglich, das Schlafen gehen einmal pro Tag. Wir gehen jetzt einfach kurz mal pennen. Und hier hat sich natürlich nichts getan, weil wir gut von einem Tag auf den anderen Tag geschlafen haben. Ich lege mich jetzt nochmal hin. No. Und genau das ist das. Man bekommt hier eine Anzeige. Wie lange ist es noch hin bis zum nächsten Mal, an dem ich speichern darf? Ja, es ist nicht mehr möglich, jederzeit abspeichern zu können. Und ich habe hier auch eine zweite Unterkunft gebaut. Ihr seht das. Ja, hier eine neben der anderen. Ja, das ist eine globale Zeit. Die lässt sich natürlich so nicht überspringen und übergehen. Und ein guter Freund von mir, der Paul, meinte letztens hier, Chris, das gefällt mir, wenn du hier ordentlich mal Kritik auch übst in deinen Let's Plays. Und ich sag mal, gut, ich nehme eine kleine Kelle hier mit Kritikwasser. Ja, und ich sag mal, meine lieben Entwickler, ja. Ist das wieder so eine Sache, wo ihr dem Spieler das Spielen schwer machen wollt? Ehrlich, kommt mal hier. Vielleicht ist das nett gemeint und vielleicht ist das auch nur experimentell, aber hui, er weiß auch nicht, was da passiert ist eigentlich. Ne? Wir überspringen das Ganze. Ohne dass wir hier an für sich lang rumtun müssen. Ja. Und ich komme jetzt nach den Kritiknachrichten. Oha, wir haben Besuch, meine ersten Gäste hier im Studio bei Axe TV. Was ist neu? Na? Wir haben hier auf jeden Fall die neue Änderung, die neue, neueste, neue, änder geänderte Änderungsänderung. Ja? Nicht nur hier in Stranded Deep, sondern auch in The Forest haben wir jetzt ein Wasser, das hier Wellen schlägt. Die Entwickler von The Forest nennen das 3D-Wellen. Ja, wunderbar. Das ist hier fast wie in der Werbung ein richtiges Opener-Schlagwort. Ja, 3D-Wellen. Die 90er gegen Ende holen uns nochmal ein, es gibt 3D-Wellen. Nee, ernsthaft mal Spaß und Sarkasmus beiseite. Wir haben hier wirklich jetzt schicke Wellen drin. Ja, ich sag mal, nicht so schick. Finde ich persönlich, wie ein Stranded Deep. Ja, aber das ist was. Hier auch, mit Schaum. Ja. Wir sehen uns das auch mal kurz an. Ja. Aus der Perspektive eines schwimmenden Überlebenden in The Forest. Wenn ich mich hier immer an der Wasseroberfläche oben dran behalte, ja, ziehen hier die Wellen an mir vorbei und ich bleibe hier immer irgendwie auf der gleichen Ebene, was ich mir hier definitiv wünsche.
Ja, ist auch ein Gameplay-Feel. Das Gefühl im Spiel, beim Spielen. Wie in Stranded Deep, ja, von den Wellen hoch mit draufgerissen zu werden. Also ich sag mal, wirklich hier responsive, ja. Ja, möchte hier nicht auf der gleichen Ebene durchgreifen. Was auch schick wäre, auf jeden Fall richtig schick, sag ich mal, ne? Das Segelbötchen hier, unsere nette Yacht, ja, die kann ja auch ein bisschen mitschunkeln hier, wie auf dem Oktoberfest. Ich meine, da soll ja ein bisschen Atmosphäre aufkommen, ne? Von Niveau ist das Oktoberfest ja oft gar nicht gekrönt, ja, mag man meinen. Ja, aber Atmosphäre hat es dort auf jeden Fall genug. So, ja. Hier auch mit, hier so, ja, komischem Wellengang. Ja, über hier, oben, über, drüber. Ja, oben drüber. Ja, auch hier sind wir ein bisschen eingenässt. Ja, aber ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Wenn man hier steht, ein bisschen Wässerchen wieder am Gucken ist, ja. Stranded Deep ist für mich mittlerweile reinste Therapie. Spiel an, Spielstand laden, einfach hier in den Wellen drin hocken. Ja, wunderbar. Ja, ich einfach wirken lassen. Ich finde das wirklich schick. Aber gut, ihr wisst ja, wie ich es habe mit dem Wässerchen. Und dazu, ja, bewegen wir uns nun in die Option hinein. Und da gibt es hier die neue Option Ocean Quality, die Qualität der ja, der Meere, nicht so ganz des Meeres, sag ich mal. Wave Displacement ist hier, sind eben diese veränderten, in der Form veränderten Wellen, und wenn ich hier sage Flat, ja, flach, ne, gibt es das bisherige Wasser, das wir auch in der Forest schon mal hatten und von wo wir es eben kennen. Und ich sag mal, ja, sieht, sah schick aus, ne? Aber wenn man hier in Direktvergleich hat, ich weiß nicht, ne? Ich meine, kann man hier ein bisschen Verzerrung, Spiegelung, das ist nett, oder? Ja, das ist auf jeden Fall nett. Aber gehen wir hier mal zurück. Ja, machen wir mal Wave Displays mit an. Ja, hier geht's richtig ab. Hier geht's doch richtig ab. Ne? So, auch mal hier ein bisschen weiter raus. Hi, habe ich auch noch keinen gesehen. War ja auch schon mal da draußen. Ja. Atmosphärisch ist das auf jeden Fall wirklich nett, wirklich schick, wirklich gut. Ja. Und so sieht das hier auch wieder an Land aus. Ja. Ja, da geht noch einiges. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Hier geht noch einiges. Für das ganze Meergrün haben die Entwickler ja eigentlich ja nicht direkt einen Entwickler eingestellt, aber der Entwickler von diesem Plugin für die Unity Engine, der ist jetzt bei denen auch ein bisschen mit im Boot dabei. Ja, wir sind jetzt gerade nicht im Boot dabei, wir schwimmen hier irgendwo an Land. Und weil ich euch nicht hier voll labern möchte ohne Ende, ohne dass hier auch ein bisschen was vorgezeigt wird, wir springen wieder. So, da kommen wir an, für sich jetzt lang gelaufen. Und ich bewege mich auch mal kurz hier in die Mitte hinein. Ungefähr, ja. Sagen wir im ersten Drittel, da befinden wir uns, und wir haben hier einmal links Meer, Meereswasser. Ne? Und ihr habt das ja vorhin gesehen. Man sieht nicht wirklich durch. Und rechts ist eher mehr hier die Ruhe persönlich, ja. Wo das auch, ich denke mal, hier weiter hinten in das Meer übergeht. Ah, gut. Ist natürlich, jetzt ist das, finde ich, das auf jeden Fall schade. Das liegt hier auch an der Lichteinstrahlung im Spiel. Aber grundlegend ist hier möglich, dass man ein bisschen runter sieht. Was, ja, hier der Boden ist ganz gut zu sehen. Und auch, ich sag mal, im Inneren lässt sich's teilweise bei der richtigen Lichteinstrahlung, lässt sich's ganz gut sehen, ja, erkennen. Man kann hier gut erkennen, was da unten auf dem Boden ist. Das ist, beim Meereswasser ist das absolut nicht möglich.
Ja, zur Rakia, in der Hauptbucht. Ich sag mal, habe ich hier die letzte Änderung zu zeigen. Dazu habe ich vorbereitet einige Stöcke in meinem Inventar. Befinden sich einige Steine und einige Stöcke mit ein paar Gebeinen und ja, einem Kopf oder so. Ja. Die absolut neue Neuerung, liebende Meereswasser heute. In der Version 0.25 von The Forest ist hier der neue Costume Effigy, ja, der angepasste Totem. Ehemals gab es hier ein, ne, wo ist das Zeug? Hier. Ja, Simple Effigy, der einfache Totem, ist einfach nur hier, wie die Zeichnung auch noch aufzeigt. Drei Steine, ein Stock, ein Kopf. Ja, hier heißt das jetzt Costume Effigy. Eben eigens angepasster Totem und das alte Bild ist noch drin. Grundlegend, sag ich, verläuft das ja ähnlich. Ich pack das mal hier hin mit der Taste I. Ja, hier ein Stock, zwei Stock und ein Stein, zwei Steine, fertig ist das Ding. Ja, jetzt denkt man sich, oh Mann, was, wie, warum, wieso, woher? Ja, und ich sag, gut, ist einfach okay. Na. Na. Sobald ich hier mit einem Stock rangehe, kann ich das Ding hier irgendwo auf der Höhe und natürlich an der Position verändern. Mit der Taste R kann ich das Ganze drehen und mit der Taste E wird das dran gepackt. Das Ganze ist dementsprechend interessant und lustig, weil ich auch hier am Ende was draufpacken kann. Ja? Und dann kann ich das verlängern, wie ich möchte. Ah, das sieht dann aus irgendwie. Ja. Aber ich denke mal nicht umsonst heißt das auch von den Entwicklern angekündigt. Ja gut, Kunstgegenstand ist es nicht, aber die gibt es ja. Entwickler kündigen das ja gern in den Patch Notes an. Ja, oh, neuer Kunstgegenstand. So, jetzt bekomme ich hier. Nee, doch, ich bekomme einen Stock raus. Super, mehrere Stöcke. Und ich denke mal, hier lässt sich auf jeden Fall ein guter Kunstgegenstand erschaffen. Ja, die Vögel, ja, die haben wir gern. Ich zumindest mag die. Ja, und ich denke mal, wenn man hier fertig ist, nimmt man sich einfach hier, ich nehme mal ein Bein, ja, und macht da einfach ein Bein dran. Ja, wie das aussieht, ne? Das hast du noch nicht gesehen. So, einmal hier einen Kopf, einen Kopf. Hier oben Kopf, ne? Oh Mann, ich denke mal, ja, ich, auch, ja, das auch immer. Ja, ein bisschen skurril kann es auf jeden Fall mal werden. Und so sieht das gut aus. Oh Mann, oh Mann. So, auch mal das Feuerzeug hier rausgepappt und ja, ab geht's. Ja, alles brennt hier nicht, ne? Das natürlich ist, das finde ich. Wobei. Nee, das geht nicht, ne? Nee. Das geht nicht. Ich dachte hier müssen die Teile möglicherweise einzeln angezündet werden. So, kurz mal auch in die Nacht. No, und wie sieht das aus? Ganz schön schick an für sich, ne? Ja. Ja, hier ist schon wieder einer am Abkreischen, ne? Und wieder zurück. Ja, zurück in den Regen, vom Regen in die Traufe. Also ich sag mal, das dauert nicht lang, bis es wieder gut wird. Ja, ich weiß, vom Regen in die Traufe ist andersrum. Warte. Wo will der denn hin? Zumindest sah das hier ziemlich eilig und gehetzt aus. Ja. Das ist ja auch manchmal merkwürdig, was hier überhaupt abgeht.
Ja, weil wir auch gerade nicht hier am Feuerchen stehen und einer zur großen Grillparty, zur Viertelversion von The Forest vorbeikommen möchte. Es gibt eher noch eine traurige Änderung. Der Feuerstock spendet hier nicht mehr so viel Licht, wie er das mal gemacht hat. Ja, früher ganze Höhlen ausgeleuchtet, das gibt es jetzt nicht mehr. So sagen die Entwickler. Ich habe das nicht ausprobiert und ich werde es auch gar nicht ausprobieren. Ich kann es nicht ertragen, die Wahrheit hierzu zu erfahren. Ja, was hat's noch gegeben? Außer hier 5 Millionen Sounds-Anpassungen, wo ich mir denke, gut, die Sounds hatten wir doch schon mal angepasst in vergangenen Versionen. Es gab noch andere Anpassungen bei der Leistung, bei der Balance und ja, wirklich viel für Gegner und Tiere gab es diesmal nicht, ne? Ja. Ja, gut, bis auf eine Sache. Ja, die Gegner, ja, die erscheinen jetzt abhängig davon, wie lange man schon spielt, das heißt, wie viele Spieltage, ja, wie viele Gegner man bereits umgebracht hat und welche Gegner man bereits umgebracht hat und so weiter und so fort. Und das ergibt dann, wie viele Gegner kommen und welche Gegner kommen und wann die kommen. Ja, so ungefähr. Ja, das haben wir die heutige Folge. Was ist neu in the Forest? In der Version 0.25 mit der Axt im Walde schließen wir heute ab. Nicht mit einem, ja, ich sag mal, harten Bruch und ein bisschen Tschüss und Baba. Ja. Sondern wir machen einen kurzen Rundflug. Verabschiede mich vorher. Sag mal, alles Gute. Toi, toi, toi. Bis zum nächsten Mal mit der Axt im Walde. Und mach mit euch noch einen kurzen Rundflug, um einen Platz, den ihr gut kennt in diesem Spiel, wo ich heute in der neuen Version was ganz was Lustiges entdeckt habe. Also bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.